Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Ja, wir spielen Big Ambitions, den Early Access Modus. Ja, ich habe das vor Ewigkeiten mal schon privat gespielt. Mega geiles Spiel, hat einen ganz interessanten Ansatz, den ich so eigentlich selber noch nicht kenne. Und ich denke mir, wir machen hier mal auf jeden Fall eine kleine, ja, kleine Serie draus, bauen uns ein kleines Business auf, vielleicht noch was Größeres. Schauen wir mal, was da genau passiert. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen auf ein neues Spiel starten. Und ich würde sagen, weil ich mag den Story-Modus. Ehrlich gesagt, ich bin kein Fan von Story-Modus. Ich weiß circa, wie es abläuft. Ich würde hier auf Spiel konfigurieren gehen. Und sagen, wir fangen mit knackigen 22 Jahren an. Das lassen wir alles so, wie es ist. Steuerprozente würde ich auch lassen. Wir tun mal das Startgeld ein bisschen erhöhen, würde ich sagen. Tun wir es auf so 8000 mal hoch, oder? 8000 sollte sich noch eine schön sein. Negativzins würde ich alles mal so circa lassen, so wie alles gerade ist. Und dann gehen wir auf Spiel starten. Dann laden wir mal rein. Oh, der Character Creator ist gleich ein bisschen überarbeitet worden. Ah, wir sind Raxamus natürlich. Wenn ich mich schreiben kann, dann funktioniert das auch, ne? Oh Gott, der Körper verändert sich. Kannst du dich drehen? Ach du Himmel. Du bist schon ein bisschen sportlicher, aber auch ein bisschen dicklich. Schauen wir mal das Gesicht an. Okay, da gibt es eben nur zwei Gesichter. Nope, wir bleiben mit dem Gesicht. Haarschnitt. Also irgendwie schauen die Haarschnitte nicht so aus, wie sie da ausschauen, aber okay. Wir nehmen einfach den hier mal. Gut. Und dann simples T-Shirt mit Rot oder so. Ah, nee. Ja, machen wir ein blaues. Ein blaues mit einer... Ja, schon eine Jeans hier. Jeans. Ich bin ja so dunkler Jeans-Fan. Mit ein paar stylischen Schuhen hier. Lass mal schwarz. Dann würde ich das Hemd aber nochmal ändern. Vielleicht doch auf dem Schwarz. So ganz leger normal, wenn wir uns das anschauen, ja. Simpel gekleidet, wir sind noch ein simpler Mann. Wir sind ja noch nicht so im Business drin, ne? Wir starten ja erst durch. So, grundsätzlich müssen wir jetzt am Anfang uns erstmal einen kleinen Laden dann besorgen. Wohnungen, Lagen und alles drum und dran. Und wir müssen natürlich unsere eigenen Bedürfnisse erfüllen, aber genauso auch die, ja, ein Business verwalten. So, okay, holy, warte mal. Tun wir hier schnell in den Einstellungen drin. Ne? Wo sind das hier? Einstellungen. Der Spielsound ist ja ordentlich wieder schon laut. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Drehen wir dich mal so ein bisschen runter. Tun wir dich so hier. Und dann sollte es schon passen. Hoffentlich. Okay. Jetzt muss ich mich wieder das an die Steuerung gewöhnen. So. Okay. Jetzt können wir aber hier, wenn ich mich. Ich glaube, das war das. Economic View Market Insider. Ja, sehen wir so ein bisschen, wie das ausschaut. Was wäre, was wo gehandelt wird. Aber wo waren das wieder mit Gebäude? Google Maps, genau. Google Maps, so heißt es hier. Da hier kannst du nach Wohnung schauen. Und kannst auch schauen, wie viel die dich kostet. Ich müsste jetzt mal gucken. Hier schaut noch eine sehr kleine Wohnung aus. 54 Quadratmeter. Du hast auch 54. Die werden schon alle größer. Die sind alle 54 Quadratmeter. Wie groß bist du? 200, oh, easy. 54 Quadratmeter. Ich hätte gern mal woanders was gehabt. Da vorne am Tower, ich bin mir da nicht sicher. Oh, hier hinten gibt es auch was. Das ist 204 Quadratmeter wieder groß. Eieiei. Na dann. Hier unten hatte ich noch nie. Will ich hier unten in der 4th MLU sein oder will ich in der 3rd bleiben? Ah. Weißt du was, wir bleiben einfach mal direkt hier. Schauen wir mal ein bisschen eröffnen und dann sehen wir hier eine tägliche Miete von 76. Elektronische Geräte kosten 90 und haben eine Kaution von 2272. Wir gemieten das jetzt erstmal, genau. Und dann können wir direkt schauen nach Einzelhandel. Ja, wir müssen natürlich noch ein Business eröffnen. Wo vielleicht sollten wir erstmal anfangen, in einem Laden zu arbeiten.
Ich weiß gar nicht, wie viel kostet uns denn so ein Einzelhandel, wenn wir jetzt hier wirklich sagen, wir nehmen dich jetzt hier. Öffnen wir dich mal ein bisschen. Kaution. Das ginge sogar, ne? Das ginge sogar. Wie viel haben wir aktuell noch auf 5000 haben wir auf dem Konto? Okay, lass uns doch erstmal in ein Geschäft für Ladeneinrichtung. Haben wir eh um die Ecke eins. Super. Da hatten wir gleich hier um die Ecke eins. Geschlossen. Öffnet in einer Stunde. Ja, dann lass mich mal durch, bitte. Oh, warte mal. Oh Gott, oh, warte, warte, warte. Ich muss die Karte drehen. Der öffnet erst in einer Stunde. 9 Uhr. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? 8.30 Uhr. Wie schaut es hier drüben aus? Der Elgato-Supermarkt. Der ist gleich offen. Ja, ist gut. Gut, so. Holy, hier geht's ab. Sowas in der Art wollen wir aufbauen am Ende. Ich hätte jetzt gerne nur mal schnell was zu trinken. Einige Tränke. Du bist ein Einkauf. Ich brauche einen Einkaufskopf, genau. Also in der Art könntet ihr euch das vorstellen, sollte es am Ende bei uns auch ausschauen. Dem hier auch Stellen ausschreiben. Schauen wir mal, was wir gerade haben. Montag von 8 bis 16 Uhr, die ganze Woche lang. Freitag haben wir frei und dann eine 6-Tage-Woche. Stundenlohn von 25 bedeutet, wir würden am Tag bei 8 Stunden boah, nur 225 machen. Könnte man natürlich eine Woche machen, aber ich glaube, das ist jetzt unbedingt nicht das Ziel. Wir schauen gleich, dass wir ins Business eintreten. Haben wir jetzt mittlerweile 9.30 Uhr schon. Ist doch schon mal super. Jetzt hat der Laden hier offen. Wenn ich sage, ich will was Simples aufbauen. 900 kostet eine Registrierkasse. Kleine Industriegefriertruhe. Eine digitale Standwaage. Hölzerne Produktkiste und abgewickelte Holzständer. Ja, ist schon teuer, ne? Warte mal, ich habe irgendwas abgenommen. Ich wollte keinen Schrank mit Schubladen. Ich hätte lieber gerne. Eine Reinigungsstation kostet 100. Wo kriege ich denn das ganze Burgerzeug wieder her? Das war, glaube ich, gar nicht hier, ne? Kann es sein, dass ich damit woanders hin musste? Ich glaube, da muss ich woanders hin. Ich glaube, da müssen wir noch eine Straße weiter runter, wenn ich mich nicht irre. Genau, das müsste der Laden sein Ziel festlegen. Lass mal uns weiter runterlaufen. Na, nimm mein Mausrad, dann läuft er mir nicht da hinterher. Schauen uns das Ganze mal an, weil ein bisschen was haben wir noch auf dem Konto. Wir bräuchten rein theoretisch einen Burger Brater und dann könnten wir schon unser erstes kleines Lokal öffnen. Und es wäre, glaube ich, gar keine so blöde Idee, direkt ins Business durchzustarten. Vorsicht! Da wollen wir rein, der hat auch schon offen. Super, guten Tag. Wir wollen mal hier gucken. Oh Gott, der Industriegrill kostet einfach mal 1400. Oh. Produktausstellungstisch, okay. Ein Hotdog-Grill kostet mich auch 2200. Eine Eistheke. Oh, ein Eisladen wäre auch was Geiles. Sicherheitspanel, Sicherheitszonen, Kuppelüberwachungskameras. Ah, hier hätten sie auch so ein Haarshampoo. Moderner Friseur. Okay. Es hat sich natürlich ein bisschen schon wieder verändert, seitdem ich, das letzte Mal gespielt habe. Gott, der Laden ist riesig geworden. Früher war der ein bisschen kleiner. Cocktailbar, Barriel. Ah, stimmt, du kannst mittlerweile eine Disco öffnen. Da war ja was. Hier wäre natürlich ein Pizzaofen. Das wäre geil für einen richtig geilen. Dann Fritteuse kostet auch nochmal 4000. Die Sache ist, kann ich einen kleinen Marcello-Laden eröffnen? Ginge das? Also was, das probieren wir jetzt einfach. Ansonsten muss ich halt neu starten. Scheiß drauf. Schieß drauf, würde ich sagen.
Der Laden wäre frei, ne? Wenn wir da so ein kleiner schöner Markt daneben, wenn sie also schön spazieren gehen. Hier sind 15 Autos. Ja, hier, das ist natürlich eine höhere Durchschlagrate, ne? Aber wenn wir sagen, wir starten mit unserem ersten Business hier. 15 Kunden können rein. Businessmen öffnen. Stadtteil Hell's Kitchen. Ich sage jetzt mal Gebäude mieten. Neues Unternehmen gründen. Und ich hätte keinen Elektronikladen, ich hätte gern keinen Floristen, keinen Friseur, Nachtclub, Supermarkt. Ein Juwelier haben wir gar keinen in der Nähe. Okay. Florist. Und was fällt denn das schon wieder? Fällt das hier? Eiscreme, hier. Auswählen. Das ist La Iso de Primo. La Iso de Primo. Das Unternehmen gründen. Und ich glaube, ich brauche Inventar und Preise. Das ist wieder hier so Einblicke. Marketing. Nee, wir brauchen, wo ist denn hier so eine schöne Eistüte? So eine richtig schöne Eistüte bräuchten wir. Das sind Blumen. Ich hätte gerne einen Eisladen. Ja, das ist auch nicht das. Das schaut mir aus so ein bisschen wie ein Microsoft-Logo. Das ist eine Bierflasche. Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, es gibt nichts für einen richtig schönen Eisladen, oder was? Ach, come on, wollt ihr mich verarschen? Das wäre jetzt richtig schick gewesen. Echt nichts da, ne? Bin ich gerade blind? Automatisch speichern. Nee. Ich glaube, es gibt halt echt nichts, ne? Dann nehmen wir hier auf Dateien. Ah, dann kann ich rein theoretisch Custom Icons importieren. Das müsste ich vielleicht bis nächstes Mal machen. Nehmen wir jetzt den Shaker auf einem schönen La Iso de Primo, würde ich hier schön so hinschreiben. La Iso de Primo. Genau, setzen wir so in Hintergrundfarbe. Mach mal ein schönes Blau. Ja, machen wir mal so. Logo speichern. Mindestens ein Produkt und eine Kasse brauchen wir. Bedeutet, ich hole mir jetzt so eine Eisdecke. Und dann brauche ich rein theoretisch noch eine Kasse. Es könnte alles sehr, sehr eng werden. Leute, wo sind denn die Kassen? Ein klassisches Telefon brauche ich nicht. Ich brauche eine Kasse. Wo waren die hier wieder in diesem Laden? Mensch, das ist doch ein Drecksladen, wenn ich keine Kasse krieg. Meine Kunden wollen doch auch bezahlen können am Ende. Leute. Die ist gut, cool. Muss ich echt zu meinem anderen Laden wieder rein? Oder Umkleidekabine, ja? Doch. Muss ich wohl echt zu meinem anderen Laden? Ja, dann halt nicht, ne? Bestellung aufgeben, du. Dann laufen wir jetzt wieder zurück. Aber das war keine befriedigende Aktion. In Zukunft können wir auch Autos kaufen und alles. Also wir sind hier eh, also wir sind relativ früh. Das wird sich alles noch sehr, sehr spannend ändern. Oh lol, okay. Ich habe keine Energie mehr, deswegen. Das Geschäft hat kein Produkt zu verkaufen. Ja, wir haben noch kein Eis. Ich weiß gar nicht, wie war denn das? Habe ich das dann bestellt gehabt oder? Mindestens eine Registrierkasse.
Also unser Laden wird eher am Anfang sehr, sehr simpel sein. Wir können uns ja nicht viel leisten, aber wir können dann zur Bank gehen und uns einen Kredit und so Zeugs aufnehmen. Das geht schon noch. Warte mal, ich will mal kurz auf Maps gucken. Da ist unser Ziel festlegen. Ja, selbst so ein Pickup können wir uns später gönnen. Also wir haben viele Möglichkeiten auf Box Trucks und wir machen nach Verwaltung von dem ganzen drumherum auch. Das wird alles noch sehr, sehr spannend. Ich sollte vielleicht in den Kaffee gehen und dort mir was zu essen holen, rein theoretisch, ne? Also wir müssen dann auch später Essen einkaufen und das Ganze. Du hast relativ viel zu tun am Ende, wenn du sozusagen dein Personal Life steuern musst. Aber auch gleichzeitig Business-Side. Da steht sogar schon dran. Oder? Wenn man hier vorläuft, dann sehen wir hier La Iso di Primo. Wir wollen zu La Iso. Stopp! Ich bin kein Blumenladen. Gut, und jetzt kann ich das platzieren. Und hab das hier platziert. So, Eiscreme. Jetzt muss ich nur noch eine Registrierkasse besorgen. Holen wir uns noch vom Laden des Vertrauens. Na komm, lass uns nach vorne gehen. Ja, er ist halt. Ja, wir sind müde. Da Square Appliances, da wollen wir noch hin. Wir haben einen Laden zu eröffnen. Ich hätte gerne den Counter, auf dem das draufsteht, auch. Also ich brauche so einen Schubladenschrank. Warum haben die nicht hier irgendwo diese blöden Wagen rumstehen? Ich hätte gerne so eine Schubkarre. Mit der kannst du nicht ein bisschen mehr transportieren normalerweise. So, eine Registrierkasse. Oh, das ist teuer wieder. Aber wir brauchen auch noch ein Reinigungsset. Dann Bestellung aufgeben. Und das Tolle ist, wir können das Ganze mitnehmen. Was natürlich jetzt in dem Fall zum Beispiel sehr, sehr praktisch ist. Hallo, nimm mein Mausrad an. Super, so, dann ab geht's zum Laden. Jetzt ist es schon 16 Uhr, wir müssen nachher noch Essen kaufen. Und dann schlafen gehen. Und morgen müssen wir uns dann um die Eröffnung kümmern. Bisschen Eis kaufen und alles und dann können wir auch schon den Laden eröffnen. Relativ schnell und einfach. Dann müssen wir uns dann natürlich noch ein bisschen, ja, nehmen wir es rausputzen. So, in den Laden rein und dann können wir das Fahrzeug hier hinten zum Beispiel parken. Fahrzeug parken. Lager verwalten und dann kann man nicht hier zum Beispiel mehr Schubladenschrank nehmen, platzieren und hier hinstellen. Dann gehe ich hier wieder hin, sage Lager verwalten. Ich hätte gerne eine Registrierkasse genommen und dann platzieren wir die hier. Genau. Und dann können wir noch aus Lager verwalten hier den Reinigungsstation nehmen. Die platzieren wir und stellen die mal hier hinten auf, weil die brauchen wir dann zum Reinigen von dem Platz. Gut. Später können wir auch Raum gestalten noch, aber so weit sind wir noch nicht. Hier sagt er schon, hier fehlen uns noch Papiertüten und hier fehlt uns noch eins Eiscreme. Jetzt müssen wir nur schauen, wo wir das Ganze dann besorgen können. Aber ich würde sagen, davor gehen wir schnell einkaufen und begeben uns. Was haben wir denn hier eigentlich für Läden in der Gegend? Extra Anagas Bekleidungsgeschäft. Nee, danke schön. Ich glaube, ich gehe einfach vorne schnell in den Einkaufsladen und dann gehen wir nach Hause. Schlafen eine Runde und dann sind wir für die erste Folge auch gut dabei. Wir haben schon mal angefangen, unser Restaurant einzurichten, unsere kleine Eisdiele. Und dann. Oh. What? Okay, ich muss zu einer Bank. Okay.
Wo war die Bank? Warte mal, wir können Einzelhandel ausmachen. Wir können das auch. Ich brauche eine Bank. Shit. Gehen wir mal zu der Bank hier. Ziel festlegen. Ich bräuchte ein Taxi. So, jetzt haben wir das Problem. Ich kann mir absolut nichts gerade leisten. Und wir müssen die 300 Meter hier gehen. Und uns dann eine Kurz. Oh Gott. Ja, zweiter Tag und ich habe direkt mal mich selber umgebracht. Grandiose Scheiße. Ach, warte mal, ich muss an diesem Gebäude vorbei. Oh nö. Ach nö. Erstmal umgekippt, erstmal down. So, wir müssen Vorrätern Eiscreme besorgen und das Ganze. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie das am Anfang geregelt hatte. Hatte ich dann da schon ein Auto? Habe ich mir so viel Geld von der Firma, vom Ladenkult, dass ich mir ein Auto direkt leisten konnte? So, hier vorne müsste irgendwo die Bank sein. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir am Anfang direkt ein Auto mal gegönnt habe. Das ist zum Beispiel cool, du siehst ja einfach durch. So, müssen wir mal gucken. Hier müsste ja dann irgendwo eine Bank sein. Ja, super, da drüben, okay. Lass mich, bin gerade umgefallen. Ich muss zur Bank, ich habe ein Problem. Von Tanda Bank. Guten Tag. Ich bräuchte neues Darlehen. Gehen wir mal von Worst-Case-Scenario aus. Ich bräuchte 20.000. Tägliche Zahlung. Gesamte tägliche Zahlung bestätigen. Was? Ich darf... Ernsthaft? 4.500 nur? Ja gut, damit komme ich wenigstens um die Ecke. Dankeschön. Danke für nix. Gut, Google Maps. Ich muss irgendwo. Muss ich jetzt endlich zum Großhandel irgendwie kommen? Die ganzen Großhändler sind nicht gleich hier unten. Das macht das Ganze sehr, sehr spaßig. Kann ich mir nicht auf dem Weg irgendwo schnell Autohändler noch anschauen? Ziel festlegen, gut. Taxi, Taxi. Fahr mich hier hin. Das bringt uns jetzt einfach ein bisschen was. So, da schauen wir jetzt rein. Der hat bestimmt einen Gebrauchtwagen. Irgendwas, was ich mir leisten kann. Nope. Nope. Drunter war aber auch noch ein Laden. Vielleicht habe ich da ja eine Chance. Die haben sie auch alle verändert. Wahnsinn. Holy shit, gibt ihr die Boxstocks hier. Ich glaube nicht, dass ich mir irgendwas leisten kann. Auszahlung. Tägliche Zahlung 18. Kapitalanlage. Kann ich mir nicht irgendwie. Ah, ich könnte mir Lieferverträge machen, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, was ihr von dem Spiel halten werdet. Wir werden jetzt hier ein paar Folgen mal durchziehen und Stück für Stück. Ein kleines Business anfangen aufzubauen. Und dann werden wir sehen, wie weit wir es schaffen, ohne komplettes Kapitalverlustchen anmelden zu müssen. Und nicht nochmal eventuell über die Kante zu gehen, ne? Aber ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, Mietpreis, was? Das ist neu.
Was? Lol. Okay. Ich bin gerade irgendwie. Wow, 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 wow. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.